Jo, da sind wir da bei Tales of Vesperia. Beim letzten Mal sind wir hier in der Relvis-Senke angekommen. Auf der Suche. Lass mich in Ruhe. Nach dem letzten. Natürlich stehst du wieder perfekt im Weg. Ich gehe jetzt den anderen Weg. Auf der Suche nach dem letzten Elementargeist. Und haben nochmal Duke getroffen. Haben so ein bisschen was von unseren Plänen erzählt. Der meinte, blö, das akzeptiere ich nicht. Dahin war sogar der richtige Weg. Und, na gut, da oben kommen wir nicht dran. Das heißt, ich kann auch direkt wieder gehen. Ja, meint, das akzeptiert er nicht. Er will alles auf seine Art und Weise tun. Wir werden ihn wohl nie wiedersehen. Tja, wer es glaubt. Wenn ein Charakter ins Spiel sagt, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen, dann kann man davon ausgehen, dich sehe ich noch oft genug. Das ist quasi so ein Zeichen. Also komm, wir sehen uns bald wieder, ne? Ich sag's nur so, damit die Leute denken, so die paar Naiven, dass wir es wirklich nie wiedersehen. Aber in Wirklichkeit sehen wir uns in der nächsten Spielstunde wahrscheinlich nochmal dreimal. Aber ist doch echt so. Immer wenn irgendwie. Außer gut, wenn wir jetzt. Außer wenn wir sind. Wir sind gerade am Ende des Spiels. Heißt es immer, ja, wir werden uns nie wiedersehen. Und ein paar Minuten später plötzlich taucht der Charakter wieder auf und dann alle sind überrascht. Was machst du denn hier? Dich hätten wir ja ganz und gar nicht erwartet. Passiert doch immer wieder bei Spielen, finde ich. Bei Videospielen. So, der Kampfhahn ist als nächstes dran. Der versucht sich ständig zu versteinern. Wieso kann ein Hahn eigentlich versteinern? Wo. Ja. Wo hat, sag mal, das hier seinen Ursprung gefunden? Also, ich kenne ja die. Das ist noch Final Fantasy, oder? Die Cockatrice. Die Hähne. Hahn-Gegner, ähnliche. Die einen versteinern können. Und ich weiß nicht, kam es wirklich ursprünglich aus Final Fantasy? Eben halt, dass es Hahn-ähnliche Monster gibt, die einen versteinern können? Ja, siehst du, da kommen wir auch wieder einmal nicht vorbei. Oder kommt das sogar noch von woanders her? Das würde mich jetzt mal auch mal interessieren. Naja. Machen wir erstmal weiter. Ja, brillant. Naja. Ich könnte mir gerade keinen mythologischen Hintergrund da denken, weswegen ein Hahn einen versteinern sollte. Gut, vielleicht ist auch irgendwie eine japanische Mythologie, bei denen das heißt Hähne sind. Das hast du gerade gelernt. Was ist das? Oh, Revitalize. Das ist schön. Eine noch bessere Heilattacke. Was ich aber erstmal ausschalte. So, Wiederauferstehung brauchst du eigentlich auch gerade nicht. Ne, Wiederauferstehung schon, eine Regeneration brauchst du nicht. Ja, irgendeine japanische Mythologie, die wir natürlich wieder mal nicht verstehen. Weil wir keine japanische Mythologie kennen. Ach komm. So ein kleines Teil. Das kann doch nichts. Ich kann sogar als Teil im Nahkampf mithauen. Ja. So. Ist das Ding wieder nur am Blocken? Weil es weiß, es kann nichts. Und Vampirgebiss. Und bekommen wir. Dachte, wir kriegen Geld. Aber ein Drachenpanzer tut's auch. Ja, der tut's auf jeden Fall. Das mit dem Kochen aus. Japan einen Topf gemeistert. Bratgemüse als nächstes. Das geht sogar recht fix mit dem Kochen gerade. Ehrlich gesagt. Oder kommt mir das nur so vor? Ja, keine Ahnung. Das meiste glaube ich habe ich sogar schon. Ich guck mal gleich mal durch, wie viele noch fehlen. Aber das dürften nicht mehr allzu viele sein eigentlich. Ich habe das ganze Let's Play über immer gekocht. Mit Yuri. Und ich meine, ich habe sogar fast immer auch wirklich was kochen können. Lass mich mal in Ruhe. Was ich jetzt noch möchte, ist, dass Estelle mal Holy Lands lernt. Ich glaube, das ist noch ihre letzte. Ich glaube, es ist insgesamt ihre letzte Attacke, die sie lernen kann. Und
Die kann man nämlich auch noch verändern. Moment, da bleibe ich noch drin. Aber wobei, das bringt jetzt eh nichts mehr. Das Gegner. Das Gegner vor allem. Ja, komm, mach ich noch Nurse, heil mich. Wow, gerade noch geheilt worden. So, schauen wir mal, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? So, fangen wir unten an. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sachen nur noch. Wow. Sternstab. Der ist sicher für dich. Da. Ewige Hilfe. Oh. Gut, das tue ich euch auch gleich auf jeden Fall sofort rein. Das ist nämlich die Fähigkeit, die ich vor einigen Folgen mal angesprochen habe. Nämlich, wenn man einen Buff bekommt, dass er für den Rest des Kampfes auch gilt. Und halt, dass es zum Beispiel im Turnier vor allem oder in Bosskämpfen sehr gut mit Force Field zu kombinieren. Gut, das ist natürlich ein bisschen lame, wenn man dann sich unsterblich macht, aber das ist halt eine sehr gute Kombi, die man so machen kann. Und jetzt hat es endlich. Wunderbar. Ich habe mich schon gefragt, dass wann die Waffe nochmal endlich kommt. Ich habe wohl beim letzten Playthrough vergessen, es ihr mal anzulegen, damit sie es lernt. Naja, jetzt haben wir es ja wieder. Sie kommt sie gleich als nächstes dann ausgerüstet, sobald sie hier mit der jetzigen Waffe fertig ist. How about the hug? I don't think so. So, hier können wir doch entlang auf jeden Fall. Da nach hinten, nach rechts, nach unten, wohin auch immer. Und hier... Ach komm. Schauen wir uns mal wieder ein bisschen um. Mit heiligem Licht. Finden eventuell beide Wege nach unten. Ne, der führt in eine Sack... Ah, da ist eine Truhe. Okay. This looks like fun. Und wie immer, man kann diesem Kampf nicht entkommen, weil die Gegner einfach zu eng aneinander stehen oder zu eng in diesen engen Gängen. Naja. Kämpfe gehören auch zu einem RPG dazu. Deswegen machen wir sie einfach mal. Vor allem zu Tales-Spielen, da gehören die Kämpfe einfach dazu. Das Kampfsystem ist einfach nur genial. Mir wurde ja gesagt, Eternal Sonata, glaube ich, war das, hätte ein recht ähnliches Kampfsystem. Was ich halt auch immer noch spielen muss. Oder spielen möchte, besser gesagt. Müssen muss ich nichts, so rum. Oder wenn ich mal einen Freund von mir zitieren darf. Ich muss kacken und ich muss sterben. Mehr nicht. So, schauen wir mal. Brauchst noch ein bisschen. Und einen Drachenhelm. Ja, den gebe ich mir doch mir direkt. Ja, schon so ein Drachenkrieger hier. Kann dann er eventuell die Goldsachen bekommen? Goldhelm. Oh, der ist besser, ja. Und seltene Brustplatte ist, glaube ich, schon besser. Ach, er kann das, die Goldrüstung gar nicht haben. Okay. Stimmt, deswegen habe ich hier auch bei Yuri gelassen und habe dann Carol das andere gegeben, was ich da bekommen habe. Na gut. So, die Truhe nehmen wir noch mit. Ein paar Gummis. Und laufen runter. Ist hier noch was? Okay, da kann ich nicht dran. Ja, wir werden auf jeden Fall Spaß haben, wenn wir hier später nochmal wiederkommen, um alle Truhen zu holen. Ah, hier ist noch ein Speicherpunkt. Gut, das wusste ich nicht mehr. So, kann ich hier eigentlich die Dinge auch einsetzen hier? Nee, geht nicht. Schade. Dann... Wow, ich sehe gerade wieder, die Items sind schon wieder... drastisch reduziert worden. Ja, speichern. Und wir haben bitte wie viel? Wo kommt schon wieder fast eine halbe Million her? Wow. Nicht schlecht. Ehrlich. Wo immer ich das Geld schon wieder her habe. So, waren hier drin irgendwo noch ein paar Truhen? Ich achte gerade so ein bisschen links und rechts, aber ich sehe da nichts. Wow. So this is the oldest spring in the world. It's so quiet. Never would have thought a place like this was at the bottom of the mountain. Watch it. That's air, not water.
It's really dense. You shouldn't go near it. You came. Hey, that's... You're Chroma, right? It doesn't look like you're trying to avenge Alexei. Duke didn't listen to you, did he? He's trying to protect the world in his own way. So what is Duke trying to do? He's trying to exchange the lives of humans to protect the world. What? Why would Duke do something like that? He doesn't trust humans. But Duke helped us! He even lent us his precious sword! I assume he saw some of himself in you. Or perhaps he thought he wouldn't have to get his hands dirty as long as you were around. What do you... Why are you telling us about Duke? I think it's time you showed who you really are, Aunt Alakea. Huh? That form! What do you want? Is this just a roundabout way of saying you're not going to help? I too cannot trust humans. But neither do I want to see him take revenge on his own kind. If you can truly save the world, then I will not refuse to help. However, you have chosen a different path. You will likely confront each other. Yeah, maybe. If he is beyond your power, then nothing in this world can stop him. I will test your strength! Here she comes! Und der Kampf gegen Chroma. Auch hier haben wir wieder mal eine geheime Mission. Okay, Schwäche ist Erde und Finsternis. Da schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie eine passende Waffe haben. Da habe ich zwischendurch eine... Oh, das Geier. Ball der Geier schon mal eine gute... So, ich habe irgendwo eine Finsterniswaffe gesehen. Schattenzahn hat 916. Das Ball der Geier hat 931. Aber mit den... Ja, mit solchen Sachen bin ich dann wieder ein bisschen langsamer. Keine Attribute, ne? Nur. Doch, Finsternis habe ich doch gesehen da. Stimmt, der Todbringer, den wir eben noch bekommen haben. Gut, tun wir rein. Und bei ihm. Ja, ich habe zwischendurch einmal Erde gesehen. Jiraiya plus 1. Okay, nehmen wir. Dann wollen wir mal. Also, wie gesagt, geheime Mission gibt es hier auch wieder. Wenn sie kommt, dann werde ich schon drauf eingehen. Guess that's what we get for taking on an Antilakea. Ja, zum wiederholten Mal gegen einen Antilakea. Stay sharp. I'm not finished with you yet. We'll keep playing with you till you die. This is my wager. Will you win or will I? Nothing more than that. Ah, perfekt. Das ist gerade sogar ein bisschen betäubt gewesen. Weak, but fate is on our side. Wow. Gut, dass gerade noch Nurse K. Autsch. Jo. Ach stimmt ja, jetzt wo ich gerade das Überlimit sehe. Ich wollte ja noch bei mir das Mystic Art mit der anderen Attacke kombiniert zeigen. Ich mache das, nachdem ich die geheime Mission geschafft habe. Bis dahin können wir ja schon mal ein bisschen was abziehen. Au. Nee. Lass mal von Estelle ab. Das möchtest du nicht. Also ich würde sagen, die Geheime Mission ist ja sogar eine von den einfacheren. Ich sag jetzt nicht, sie ist einfach, aber von den einfacheren. So, nur Arts. Ich sollte sie nicht zuerst zur Estelle schlagen. Moment. Ja, das war schon mal ein bisschen weggeschlagen. Ja, so ein bisschen weiter von Estelle weg ist immer gut. Nein, schlägt doch nicht wieder zurück, ihr Idioten. Uiuiui. Ich kann nicht gleich hier anbrennen. Klasse schon verloren. Oh, ein Viertel. Na komm, jetzt flieg er nicht in die Luft. Au. Viel zu viel Reichweite. Ja, da laufe ich mal ein bisschen weg. Na komm. Die Musik auch gegen die Intellicare ist genial, finde ich.
Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Ich heile mal kurz Raven. Ja, komm. Wow. Flieg ja nicht in die Luft. Denn das brauchen wir, damit wir die geheime Mission schaffen. So, komm. Nur ein bisschen so an. Boah, hab ich gut getroffen gerade. Ja. Los, flieg hoch. So, schön abgeblockt. Wie viel bist du mittlerweile? Bei einem Viertel, würde ich sagen. Hier zwischen Drittel und Viertel. Lässt du mal schön Estelle in Ruhe. Weil sie ist jetzt gleich tot. Vor allem hat sie gerade irgendwie keinen Bock mehr, was zu machen. Gut, da habe ich sie. Ja, Estelle? Du darfst heilen. Ah, jetzt kommt sie wieder dazu. Jetzt, wo der Gegner auf sie zufliegt, natürlich erst. Finde ich sehr intelligent von dir, Estelle, nebenbei. Ah, er hat's gelernt. Oder? War das jetzt die Attacke? Ja, war das. Dann darf er jetzt auch all out gehen. Du könntest immer noch mal in die Luft fliegen. Das fände ich sehr nett von dir. Hä? Du hast irgendwas Neues gelernt. Das sah cool aus. Was war das? Was hast du denn gerade gelernt? Schattenzahnbuße. Nice. Au. Au. Da, 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 da. Das ist die Attacke. Nein, das war sie nicht. Das war sie fast. Du darfst ruhig nochmal hochfliegen. Was? Was machst du da, Estelle? Setz doch keine tödlichen Schläge ein. Wobei, stimmt, ich habe auch eingestellt, dass sie darauf zielen soll. Von daher. Na gut. Nee, da flieg doch nicht jetzt hoch. Was? Oh! Cool, warum er auf sie geschossen hat. Gut gemacht. So, jetzt dürfen wir ja auch mal ein bisschen ernst machen. Zwei Team noch, bis das Overlimit bei ihr ausläuft. Und komm dann mit meinem eigenen Overlimit. So. Au, 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 au. Natürlich bekomme ich jetzt gerade eine Versiegelung ab. Moment, wo haben wir denn Siegeltrunk da? So, und jetzt? Mal sehen, klappt das? Jawohl! Perfekt! So, und? Ich konnte es zieht zwar nicht allzu viel ab, aber ich konnte es mal demonstrieren, wie das aussieht. Also, was jetzt die geheime Mission war. Wenn Chroma hochfliegt und man sieht halt, es lädt halt irgendwas auf. Was? Na schade, irgendwie konnte ich es gerade nicht einsetzen. Also man sieht halt, Chroma lädt irgendwas auf, dann versucht sie halt ein Erdbeben zu machen. Und sobald sie runterkommt, hat man ja gesehen, dass sie kurz, wie heißt das? Betäubt war. Oh, jetzt macht sie auch Magie. Böse Magie. Ja, da ist sie kurz betäubt und dann muss man sie eben mal angreifen. Na, jetzt bin ich schon wieder da voll reingelaufen. Wie viel hat sie eigentlich noch? Die Hälfte noch, wow. Och Mann! Ich flieg da immer wieder rein! Alter! Mir fällt gerade was ein. Nee, nein, wollen wir nicht. Da, Regeneration und Revitalize. Also, sobald sie dann wieder runterfällt, kann man sie angreifen. Und dann ist die Geheimmission eigentlich schon erledigt.
Man hat es eben gesehen, es ging nicht relativ fix, nachdem sie runterkam. Au. Vor allem frage ich mich gerade, wer, an wem hat sie denn gerade bitte 0 abgezogen? War das an dir? Nee. Wir haben alle Resistenz gegen Feuer, nicht gegen Wind. Ach so. Das ist dieses... Ach, jetzt fliegt auch wieder voll rein. Au, 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 au. Das war, glaube ich, diese Reflexion halt, dass man einen gewissen Schaden halt zurückgibt. Das war wahrscheinlich das, was 0 abgezogen hat. So, einmal kurz wieder geheilt und weiter geht's. Klasse noch. Ich sehe das gerade nicht. Oh, Drittel noch. So, schnell hier hin, dass ich da außerhalb der Attacke bin. Und natürlich kommt wieder ein Überlimit. Nein, 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 nein. So, schnell mal ein Mischgummi zu Repeat rüber. Damit auch mal ein bisschen... Ja! Und dann fliegt er natürlich wieder voll in die nächste Attacke rein. Also Chrome hat auf jeden Fall was drauf. Ja, das 0 ging wirklich auf sie. Und dann bin ich wieder tot. Diese Windattacke ist wirklich verdammt übel. Ich kann ja eigentlich mal gucken, ob ich den... Na, das habe ich... Da habe ich es nicht geschafft mit dem Zielen. Jetzt aber. So. Wow. Da kam sogar Estelle kurz an und hat gemeint, bäm, ich hau dir ins Gesicht. Und was machst du da die ganze Zeit? Hör auf zu blocken. Du kannst auch genauso gut auch für ein Overlimit einzusetzen. Das ist auch mies. Hat es noch geschafft mit Nightingale? Nein, natürlich nicht. Ich muss sagen, vor allem Raven und Repeat haben gerade verdammt viel HP, ne? Jetzt, wo ich da so drüber schaue. Nee. Gerade schön geheilt und dann direkt wieder Schaden bekommen. Jupp, das war ein guter Kampf. ...32.000. Nice. Ein Jägermonokel. Alle bekommen Level up. So soll's sein. Marvelous. Perhaps you all can indeed save the world. Chroma. Do as you wish. Estelle, come on. Judith? Right. Do it. Und wie erwartet natürlich Wind. It worked! Sleeping. It's the same as with Gnome. A new comrade has been born. One who controls the winds. At times calm, at times violent. She is not taken by air as was Gnome. She should wake before long. Thank you, Undine. It seemed like Chroma knew a lot about Duke. Indeed. Maybe we can ask her more when she's awake. Let's head back for now. Right. We don't have time to just hang around here. Oh, not that path again. These old bones of mine are tired. So, kannst du mal ein bisschen hier umschauen. Ich glaube, hier war sogar immer noch eine Truhe, oder? Ja, da. Sehr gut getarnt auf jeden Fall. Die war... Ja, die hatte die gleiche Farbe wie der Boden. So, da möchten wir eigentlich nicht rein. Trotzdem laufe ich da drin rum, denn
Er ist natürlich gesund, ja. Mhm. So, hier irgendwo noch eine Truhe? Nee, okay, wir können wieder gehen. Noch hat Stroma keinen neuen Namen, aber das kommt sicher noch. Gehen wir jetzt erstmal wieder hier raus. Ich glaube, direkt in die nächste Cutscene schon rein, oder? Nee, noch nicht. Na gut. Speichern wir erstmal. Und laufen wieder den ganzen Berg hoch. Naja, nicht den ganzen, aber zumindest einen Großteil. So, hoffen wir, dass ich hier vorbei kann. Na? Na? Ja. Gut. Hier? 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 Ja. Passt. Ich bin auf dem richtigen Weg gerade. Ich hoffe es mal. Nein. Hier lang. Natürlich komme ich da nicht vorbei. So, Repeat war fertig. Julie darf rein. Na komm, komm. Crazy. So, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Wow, hast du das oft eingesetzt. Immerhin hast du die andere schon mal zu 65. Wow. Cool, jetzt hat er es auch gelernt. Tempest. Nice. Oh, das ist ein Sturm der Verwüstung. Cool. Die Attacke können wir nämlich auch noch verändern. Das ist echt schön. Jetzt haben wir direkt zwei windbasierte Kämpfer hier. Sowohl Raven als auch Judy. Ach, ich muss ja wieder Estelle wieder ändern. Pflegern. So kämpft sie wenigstens auch mal hier ein kleines bisschen mehr mit. Na komm. Machst du schon. Wow, macht das Schaden. Bye bye. Gut, da er das gelernt hat. Kriegt ja noch ein paar mehr Fähigkeiten und zwar Höllenfeuer und schmelzt die Glatterschauen. Okay, wunderbar. Was eigentlich noch die Sachen? Gut, dass ich die Magiesache nicht mit reingenommen habe während des Bosskampfes eben. Ja, hier komme ich wieder auch mal nicht durch. Na dann wollen wir mal weitermachen. Woher war das, diese Attacke eben? Dass man aus diesem... Was verändert? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Nee, ich meine, das war gar nicht aus der Attacke, sondern eine andere. Setz die mal bitte ein. Jetzt möchte ich kurz mal schauen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Gut, dass gerade so viele Gegner hier um dich herum sind. Dass du es nicht einsetzen kannst. So, schauen wir mal. Doch. Wow. Ja, das war's doch. Okay, ich habe mich doch nicht geirrt. Sah auf jeden Fall sehr schön aus, ja. Hat jetzt nochmal ein paar Attacken mehr, die er lernen muss. Ah, da hat sie jetzt ja noch das endlich gelernt. Das heißt... Ja. So, wollen wir das? Das muss er das auch noch lernen. Nö. Ewige Hilfe zuerst. This sure is a lonely place. It's just rocks and mountains, and the wind just sounds so lonely. It feels more desolate the longer we're here. Let's finish up here and get out soon. But the sun is so warm and feels so nice. Well, aren't you optimistic? Oh? But this is the perfect time for a picnic. Maybe we are lucky to have sunshine. I mean, it looks like there could be a sandstorm any moment. I guess we were letting the atmosphere get to us. Come on, it's not so bad. Yes, let's keep going. They sure cheered up quick. So, und damit sind wir wieder hier oben. Finally.
halfway up. If the air were a little more stable, I could get Ba'ul down here. My consciousness. This is what it means to become a spirit. Oh, to think of all the things that were hidden from me. Guess she's awake. So, would you still prefer to be called Chroma? No. I am no longer the Entelechea known as Chroma. You should give me a new name. Well, how about Sylph? It means the Binder of Winds. Sylph. Very well. That shall be my name. Okay, Sylph. Nice to meet you. Again. A pleasure to meet you, too. Sylph, would you tell us why Duke hates humans? Very well. You know about the Great War, right? There were Entelechea who chose to live with humans, and those who chose to oppose them. The Great War was between humans who broke an ancient prohibition and the Entelechea who opposed them. And the war ended when the hero Duke won victory for the humans. Duke's a hero? Really? That's one of the truths the Empire's hiding. Humans alone could not have won that war. Lucifer, the leader of the Entelechea advocating living with humans, fought alongside them and... Are you serious? Even I never heard that. But what does this have to do with Duke not trusting humans? Lucifer was Duke's friend. Duke fought with Lucifer against the leader of the ones who opposed humans and defeated him. However, once the war ended, the Empire feared Lucifer's power. They assaulted the injured Lucifer and took his life. He had promised Duke that he would merely watch, but it didn't matter. No. Now I get it. Anyone would stop trusting humans after that. I had no idea that was going on during the war. But it doesn't matter how badly he was betrayed. He has no right to sacrifice every human life. If you do not destroy the Artifagos before Duke, in the end, humanity will be destroyed. Hurry. I have calmed the winds. I believe Ba'ul can reach you now. Thank you, Sylph. Sieht aber immer noch ziemlich windig aus. So the spirits are working out all right, but... Duke isn't. Yeah. Jo, wir wollen hier raus. We managed to get the four elemental spirits! Yeah. We have to convert the world's Blastia cores to spirits. Right. If we could control the Artifagos with just those four, then we wouldn't need the others. That thing is not exactly something you want to take on lightly. We better make damn sure we're set. There's no second chance. I know. Just by creating the spirits, we've already changed Terka Lumeraes. Even if it is to save the world. We've been making these decisions all on our own. Now we're changing the lives of everyone in the world. That can't be just our decision. Yeah, you're right. If we can't get them to understand what we're trying to do, we're just as bad as Alexei. But we don't have time. But we can still talk to the Imperial Knights and the guilds, right? But if they don't approve of how we're doing things, we will become the great evil. I can't stand by and watch the world be destroyed. Even if Duke manages to save the world his way, it doesn't mean anything if there's no one left to live in it. So I don't care if people call me evil. I will give up the Blastia to defeat the Artifagos. What are you going to do? If you want to... I'm going. My life belongs to brave Vesperia anyway. Me too. Pharaoh and Bellius left it to us. And I don't like leaving things half-finished. I know what it feels like to regret what you didn't do. If I stop now, I'll really regret it. Yeah, me too. I don't want to feel like that. No matter what path I choose, I can take whatever happens. I've learned that on this journey. And the people of the world will understand. They're strong enough to take a changing world. Yeah. We do this today so we can laugh tomorrow. That's what I believe. All right, everyone. Together until the end. So let's get ready and then go talk to His Majesty Yoder and the people in the Union. So what exactly do you need to get ready? Leave it to me. I want to stop by a city somewhere. I need to pick up some stuff. How about Port Nor? It's at the edge of Illichia.
I want to find out what's happened at Emmett Hill, since the road was blocked too. Let's go. Ja. Würden wir jetzt nach Capua Nord gehen, würde das die Geschichte weiter vorantreiben. Das möchten wir jetzt aber erstmal noch nicht, denn es kommt eine Cutscene. Is Bile doing all right? Sure he's not getting too tired? No, he's fine. What's wrong? The apatheia within him isn't enough to undergo spirit conversion yet. But he knows that someday he will need to give up his current form and become a spirit. Well, humans are all going to die sometime, but we don't spend every day worrying about it. I imagine some people do. Are you saying Baul is that weak? He's far more delicate than you, Yuri. Dying, in his case, isn't exactly death like we normally think of it, though, right? But it does mean that his consciousness will disappear and be replaced by something new. So it's basically a fear of the unknown. That part of it is actually not too different from us. The other Intellikea have accepted that they must become spirits. They feel it is their duty to maintain the stability of this planet. Baul's got a mission of his own, though, doesn't he? I mean, what about his commitment to destroy all of the Hermes Blastia? The determination necessary for destroying Blastia and becoming a spirit are very different. Baul still lacks the resolve to give up his identity as an Intellikea. I think lacking it is a lot healthier, if you ask me. And I certainly understand. He seems pleased that you understand him. Still, I worry about him going on like this. Do you want him to become a spirit, Judy? No, not in the least. But I wonder what the Intellikea, what the spirits themselves must think. What's going on? I'm not sure. Baul and the spirits are communicating. Or something like that, but without using their voices. Yes. What happened? He says we shouldn't worry about him. But what was all that? Hmm. The spirit said something to calm him down. Maybe they told him how easy they've got it. Yeah, probably. At any rate, it's impossible for him to become a spirit now. We're going to have to go on depending on you until the journey's over, Baul. He wants you to know you can count on him. Jo, unser eigenes Intellikea. Wir können auf ihn zählen, dass er uns hier durch die Gegend weiterfliegt. So, wir wollen nun... Das muss ich überlegen. Ich glaube, das war bei Desire. Zuerst hinfliegen. Und zwar... Wo war das denn? Hier irgendwo? Oder waren das hier? Oder ist schon mal ein Suchpunkt? Da lande ich schon mal. Goldstaub, toll. Das bisschen nur? So, irgendwo hier müsste das sein. Ne, hier ist schon das hier. Hier? Da. Jetzt können wir endlich mal zu diesen Felsen hingehen. Den haben wir schon öfters mal auf der Welt gesehen. Was ist das? Vielleicht eine Art Ruine. Sieht ja nicht so aus, als hätten Menschen hier irgendetwas gebaut. Judy, weißt du irgendwas über diesen Ort? Nein, für mich sieht es eher aus wie etwas, was von, das von der Natur und nicht von Menschenhand geschaffen wurde. Hier ist nichts so, wie es aussieht. Lass uns wenigstens etwas umherschauen. Ja, nichts ist hier nicht. Denn hier ist sogar noch etwas für uns. Sieht dieser Stein nicht abgenutzt aus? Was meint ihr? Ist das, als hätte ihn der Wind ihn abgenutzt? Was? Das ist das Schwert, das uns der Älteste mir auch so gegeben hat. Ah, legiert, Kreisch, uah. Ein Speer kam aus dem Stein? Seine Form sieht aus, als wäre es auch eine Todeswaffe. Ja, ich glaube auch. Scheint, es würden eine seltsame Kraft diese beiden Waffen miteinander verbinden. Hey, ich glaube, von hier aus kommen wir hinein. Jetzt haben wir das Zarich erhalten. Unsere zweite Todeswaffe. Und jetzt können wir auch hier rein. Und schauen uns auch hier mal ein bisschen um. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir nochmal genau hin mussten. Können wir noch ein bisschen nach Truhen suchen. Aber hier sind keine. Jo. Das Ganze erinnert vielleicht auch jetzt wieder an Relevies.
Weil dort war ja auch das, diese unterirdische Höhle da. Mit dem ganzen R, was hier herumfliegt. So, laufen wir hier rüber. Ich meine, wir mussten da vorne in die Mitte rein. Damit etwas passiert. Das ist... sieht aus wie ein Aircrane. Oh, wer hätte gedacht, dass hier noch ein natürlicher Aircrane übrig ist. Bei dem großen Stein als Schutz ist es kein Wunder, dass hier noch niemand hier war. Was ist los, Yui? Geh nicht zu nah ran. Warte, lass mich das sehen. Ja, genau wie ich dachte. Es ist so, wie wir es zuvor gesehen haben. Die interne Geometrie ändert sich. Was, was meinst du, wird geschehen, wenn das benutzt wird? Warum versuchst du es nicht? Jetzt hiermit. Bam. Oh Mann, die Farbe der Kugel ist anders als letztes Mal. Was ist das? Farbunterschied liegt an den erhöhten Feuerattributen. Feuer. Ich frage mich, ob es alles verbrennen könnte. Ich glaube, wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Scheint mir die Fähigkeiten des Ringes des Hexers zu übersteigen. Was war das? Reagieren die beiden Arten von R miteinander oder was? So könnte man das sagen, einfach ausgedrückt. Verstehe, der Ring kann also einen Baum oder einen Rank verbrennen, weil R durch sie hindurchfließt. Es fließt nicht überall R hindurch. Viele Dinge kann der Ring des Hexers also nicht anzünden. Je nachdem, was also was von dem Schuss getroffen wird, wird es also entweder zerstört oder verbrannt. Ich glaube, die meisten Objekte reagieren überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Normalerweise vermischt sich die R mit der... doch, die R mit der umgebenden Atmosphäre und nichts passiert. Aber wenn eine Menge R mit etwas kollidiert, das bereits R enthält, dann kann die Kraft des zusammenfließenden R das getroffene Objekt zerstören oder anzünden. Klingt einleuchtend. Das ist alles ein bisschen zu kompliziert für meinen Kopf. Aber wenigstens ist klar, dass wir diesen Ring gut gebrauchen können. Du meinst, wir können ihn benutzen, um Wände und Bäume zu verbrennen, die uns den Weg versperren? Ja, wir könnten Orte erreichen, die zuvor unerreichbar waren. Komm, probieren wir es aus. Yay, Level 4 Hexerring. Bam. Damit können wir jetzt zurück nach Relevies, denn dort waren ja ein paar Sachen, die uns den Weg versperrt haben. Wir können nach Keef Mok jetzt auch nochmal, denn dort waren auch einige Sachen, die uns den Weg versperrt haben. Und in die Quai Woods können wir damit jetzt auch, denn dort können wir auch nochmal ein bisschen was verbrennen. Gut, aber wir können jetzt aber auch erstmal noch die anderen Aircrane absuchen, denn wir haben ja schon mehrere davon auf der Karte gesehen. Über die ganze Zeit hier. Jetzt muss ich nur nochmal erinnern, wo die alle sind. Ich weiß, eins ist nochmal in der Nähe von Zafias. Ja. Wo die anderen sind, die finden wir dann eher wahrscheinlich zufällig. So. Ein paar Sachen wieder bekommen. Ich glaube, das war jetzt alles nichts Großes. Wo haben wir denn... Lykia hieß, glaube ich, der Kontinent, ne? Wo wir jetzt hin möchten. Da vorne sehen wir es ja sogar schon. Einmal rein. Und hier sehen wir direkt noch ein anderes. So, jetzt können wir auch die Scheune hier einfach, bäm, aus dem Weg räumen. Und reinlaufen. Und ich meine, im einen oder anderen ist entweder noch eine Cutscene oder ein Item. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen umschauen, ob ich da auch was finde. Laufen wir mal in die Mitte rein. Passiert was? Hallo, 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 hallo? Nein. Okay, hier ist auch nichts. Oder waren die einfach nur... ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach nur so da sind. Was wird es doch hier geben, oder? Zumindest ein Item? Oder übersehe ich die gerade? Ne, hier ist nichts. Gut. Sind wir umsonst hergekommen. Haben wir nochmal gesehen. Sieht eigentlich recht schick hier unten aus. Ja, so viel eher. Damit kann man wahrscheinlich eher nicht leben. Na egal. Gehen wir wieder hier raus. Beim nächsten Mal können wir dann so ein paar alte Orte nochmal besuchen. Ein bisschen Brandstifter spielen. Ist da noch was? Nee. Und schauen, wie weit wir damit kommen. Denn wir können jetzt noch ein paar Todeswaffen sammeln. So, speichern wir mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal von Tales of Hesperia. Bleib lieber im Menü. Bis dann. Ciao.